Und das Ganze macht er halt deswegen, weil er will halt keine Frauen um die 40 daten, sondern er steht eben auf Frauen in ihren 20ern und fühlt sich selbst auch so jung und deswegen faked er halt einfach sein Alter. Hey und ganz herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video von mir und ganz herzlich willkommen zu einer weiteren Episode der Tinder- bzw. Dating-Community-Stories, dem Format, in dem ich eure Dating-Geschichten erzähle. Wir haben heute eine ganz besondere Episode, denn ich bin tatsächlich nicht die Einzige, die euch heute eine Geschichte erzählen wird, bzw. ich erzähle euch ja immer mehrere Geschichten, aber heute haben wir einen Special Gast und wenn ihr wissen möchtet, wer das ist und wie und wo und wann und überhaupt, dann bleibt auf jeden Fall bis zum Schluss dran, dann seht ihr die Auflösung. Und wenn ihr noch die eine oder andere Story habt, die ihr mir gerne schicken würdet, wo ihr euch denkt, oh mein Gott, ich muss das unbedingt erzählen, das ist so eine krasse, lustige oder weirde Story, dann schreibt mir sehr, sehr gerne entweder über Instagram direkt, da heiße ich genauso wie hier auf YouTube Fiesophie. Ihr könnt mir aber auch über eine E-Mail eure Geschichten zukommen lassen. Dafür habe ich euch unten meine E-Mail-Adresse in der Infobox verlinkt. Oder ihr schreibt ganz einfach einen Kommentar unter dem Video hier und dann würde ich sagen, starten wir auch gleich rein in die erste Story für heute. In dieser hat das Mädel erzählt, dass sie über Tinder einen Typen gematcht hat, mit dem sie sich dann auch zu einem Date verabredet hat und das so im Frühling, bei dem sie spazieren gegangen sind. Und sie haben dann auch relativ direkt darüber angefangen zu reden, was für Unternehmungen sie machen könnten, auch Urlaube so Richtung Sommer, also recht zukunftsorientiert, würde ich jetzt mal sagen, was ihr grundsätzlich auch mega sympathisch war, weil sie sich gedacht hat, hey, voll cool, der denkt jetzt schon so weit im Voraus und überlegt sich, was man da alles machen könnte. Also kam es für sie so rüber, als wäre er eben auch wirklich an was Festem interessiert und ja, hätte Interesse daran, sie näher kennenzulernen. So, im Allgemeinen war da auch alles gut und schön, bis zu dem Moment, wo sie dann gemeint hat, dass sie grundsätzlich lieber im September Urlaub macht, einfach weil da die Hauptferienzeit-Saison vorbei ist. Die meisten, die eben in die Schule müssen und so, also auch gerade Familien mit Kindern in dem Alter, haben ihren Urlaub bereits im Juli und August gemacht und entsprechend ist es dann auch in den meisten Ferienregionen auch deutlich billiger, weil es eben schon unter die Nebensaison fällt. Aber eben, wenn man zum Beispiel Student ist oder sowieso arbeitet und sich den Urlaub quasi aussuchen kann, dann ist es natürlich praktisch, wenn man das ganz einfach in den September legt. Noch dazu hat der September auch noch den Vorteil, dass es auch nicht so extrem heiß ist, wie es halt oft im Juli und August der Fall ist. Das war allerdings der Punkt, wo es dann ziemlich bergab ging, denn ab dem Zeitpunkt hat er angefangen, über seine Ex-Freundin zu reden und zu erzählen und hat dann gleich gemeint, naja, er ist es schon so gewohnt, dass er im Juli und August auf Urlaub fährt und will es auch schon gar nicht mehr anders haben, denn seine Ex war Lehrerin und eben dadurch konnte man halt nur in den Sommermonaten fahren, wo sie Ferien hatte. Und wie gesagt, er will das eigentlich schon gar nicht mehr anders haben, weil er hat sich halt die letzten Jahre oder wie lange auch immer er mit ihr zusammen war, so daran gewöhnt, dass man eben im Juli oder August auf Urlaub fährt. Er hat dann weitergemacht damit, dass er sehr ausführlich beschrieben hat, wie denn eine Frau an seiner Seite zu sein hat, beziehungsweise er hat einfach eins zu eins seine Ex-Freundin beschrieben, wenn man sich mal ehrlich ist. Am Ende des Ganzen hat sie dann auch nicht so ganz verstanden, warum er sich eigentlich getrennt hat, denn im Endeffekt wollte er wirklich eins zu eins eine zweite Version seiner Ex-Freundin haben und nicht nur so allgemein, eben nach dem Motto, sie müssen dann immer zur gleichen Zeit Urlaub machen oder sie soll irgendwie so aussehen wie sie oder irgendwas in die Richtung, sondern er hatte sehr spezifische Angaben, wie sie zu sein hat, zum Beispiel, dass er gerne hätte, dass während er zockt, sie parallel dazu immer im Wohnzimmer sitzt und ihre Serien schaut. Oder dass sie zum Beispiel das ganz bestimmte Parfum XY tragen soll. Ihre Lieblingsspeise muss auch unbedingt Spaghetti mit Tomatensauce sein. Und außerdem muss sie unbedingt Yoga und Pilates machen. Geradezu eben sowas wie Nudeln mit Tomatensauce hat sie gemeint, ja, wenn er das halt besonders gerne isst, dann ist das ja in Ordnung. Er hat es natürlich die letzten Jahre anscheinend
sehr häufig gegessen und sich wohl daran gewöhnt und man könnte vielleicht fast sagen, dass es sein Lieblingsessen ist, dann ist das vielleicht noch irgendwie verständlich. Oder eben in Bezug auf Yoga und Pilates, wenn man jetzt sagt, okay, das ist etwas, was der Partner eben mit einem macht, weil er vielleicht so gerne auch Yoga und Pilates macht, das vielleicht früher mit ihr zusammen gemacht hat, dann ist das noch so eine ganz eigene Geschichte. Aber in dem Fall war es tatsächlich so, dass er gar nicht Yoga und Pilates gemacht hat, sondern einfach nur wollte, dass sie es macht, weil eben seine Ex-Freundin das gemacht hat und er wollte gerne, dass seine zukünftige Freundin das auch macht. Er hatte sich wahrscheinlich dran gewöhnt. Da ihr das Ganze dann doch sehr komisch vorgekommen ist, hat sie ihn irgendwann mal gefragt, warum er sich eigentlich von ihr getrennt hat, wenn noch eh alles so super war und er jetzt quasi einfach eine Zweitversion von ihr sucht, wo alles genauso unbedingt wieder sein soll. Woraufhin er dann gemeint hat, naja, er hat sich halt eigentlich auch nicht von ihr getrennt, sondern sie sich von ihm, weil er sie zu sehr eingeengt hat in der Beziehung. Kann man sich gar nicht vorstellen bei ihm oder so. Letztendlich haben sie es dann auch belassen, denn sie hat sich nicht vorstellen können, eine Zweitversion von seiner Freundin zu werden. Außerdem hat sie gemeint, ist ihr Lieblingsessen Pizza und nicht Nudeln mit Tomatensauce. Also wäre sie wahrscheinlich ohnehin nie gut genug für ihn gewesen und wollte halt auch keine zweite Wahl sein. Und ich denke mir, ja, gut so, ist wahrscheinlich auch besser so in dem Fall, weil ich glaube, er wird auch noch recht bald drauf kommen, dass es keinen Sinn hat, einer Idealvorstellung hinterher zu jagen, auch wenn das vielleicht eben in der Vergangenheit gut funktioniert hat, aber es wird schon seine Gründe gehabt haben, warum seine Ex-Freundin das als sehr, sehr, sehr einengend empfunden hat und sich entsprechend auch von ihm getrennt hat. Also ich fürchte, er hat da die eine oder andere Eigenschaft, die vielleicht doch sehr anstrengend ist. Abgesehen davon, so wie das klingt, kann ich mir auch gut vorstellen, dass er irgendwie so einer ist, dass wenn man dann vielleicht irgendwann nicht mehr Nudeln mit Tomatensauce als Lieblingsessen hat, obwohl man das über Jahre so gemacht hat, dass er überhaupt nicht damit klarkommt und dann irgendwie sagt, was, nein, doch, du musst irgendwie jeden zweiten Tag das essen, das war immer dein Lieblingsessen, das kannst du jetzt nicht plötzlich ändern. Das hatte ich nämlich beispielsweise in einer fast vierjährigen Beziehung, dass ich am Anfang, als wir zusammengekommen sind, wir waren da 17 und ich habe gemeint, ich mag keinen Brokkoli. Und dann nach so 3 Jahren oder was, haben wir irgendwie besprochen, was essen wir, oder wir waren irgendwie bei seinen Eltern essen oder irgendwie so in die Richtung und ich habe Brokkoli gegessen und er war total entsetzt und entrüstet und gemeint, was, du isst keinen Brokkoli, du hast mir immer gesagt, du isst keinen Brokkoli, wie kann das sein und bla bla, und ich war nur so, Geschmäcker ändern sich, Entschuldigung, sorry, ich werde anscheinend keinen Brokkoli essen dürfen, denn ich habe irgendwann mal vor Jahren gesagt, dass ich keinen Brokkoli mag. Er schmeckt mir halt inzwischen, ups, tut mir leid, ich habe wohl meine Chance verpasst, dass ich nochmal irgendwas mag oder mögen darf. Ja, also solche Typen, ich meine, gibt es auch Mädels, aber ich habe es jetzt, wie gesagt, eben auch mit einem Typen erlebt. Ist ein bisschen strange und weird und auch definitiv irgendwo eine Red Flag. Also aufpassen, was das betrifft und eben auch sowieso die ganze Ex-Freundinnen-Thematik. Wenn das schon beim ersten Date so ein Ausmaß annimmt, was eben so das Thema betrifft, dann ist das meistens nicht so gesund. Dementsprechend wohl besser, dass das zwischen den beiden nicht funktioniert hat. In der nächsten Story hat mir ein Mädel erzählt, dass sie auch über Tinder einen Typen gematcht und dann auch entsprechend gedatet hat, der in seiner Bio angegeben hatte, dass er 29 war. Als sie sich dann für ihr Date verabredet haben und er auf sie zukam, war sie dann so ein bisschen irritiert, denn ihr kam ein deutlich älter aussehender Mann mit Halbglatze entgegen, weshalb sie sich dann schon gedacht hat, so, okay, naja, er wird vermutlich sehr, sehr alte Fotos verwendet haben, denn so wie auf denen sieht er definitiv nicht mehr aus, aber er sah halt auch wirklich deutlich älter aus und auch sehr deutlich nicht nach 29. Also sie hat gemeint, es gibt natürlich genug Menschen, die einfach älter aussehen, als sie sind. Aber für 29 war das einfach schon sehr überdurchschnittlich. Sie haben sich dann in einem Café verabredet gehabt und saßen dann gemeinsam auf der Terrasse und sind so ein bisschen ins Quatschen gekommen. Und sie hat dann auch irgendwann vorsichtig angesprochen, dass wahrscheinlich seine Bilder so ein bisschen älter sind. Und er hat dann auch nicht wirklich
vom hinterm Baum gehalten, sondern hat frei heraus gemeint, ja, naja, die Bilder sind über 10 Jahre alt und eigentlich ist er auch nicht 29, in Wirklichkeit ist er 43. Er hat gemeint, er wollte sich halt ein bisschen jünger machen, weil viele Frauen sind einfach mit ihrer Altersgrenze sehr streng und wollen dann zum Beispiel keine Typen ab 30 daten und deswegen, um eben quasi an die Jüngeren ranzukommen, hat er sich 29 gemacht auf seiner Tinder-Plattform. Und ja, in Wahrheit war er halt einfach 14 Jahre älter. Und das Ganze macht er halt deswegen, weil er will halt keine Frauen um die 40 daten, sondern er steht eben auf Frauen in ihren 20ern und fühlt sich selbst auch so jung und deswegen faked er halt einfach sein Alter. Sie wiederum hat halt gemeint, naja, schön, dass er halt keine Frauen um die 40 daten will. Sie will aber auch niemanden daten, der fast 20 Jahre älter ist als sie. Und 29 war nun mal wirklich ihre äußerste Grenze. Und 43 war halt einfach, ja, also jenseits von gut und böse. Aber immerhin hat es dann auch wirklich Sinn gemacht, dass sie sich von vornherein gedacht hat, er sieht halt nicht aus wie 29. Ja klar, wenn er 14 Jahre älter ist, dann geht das ganz einfach. Sie hat dann auch versucht, ihm klar zu machen, dass sie es nicht okay findet, dass er bei seinem Alter lügt und dass es halt einen Grund gibt, warum sie dieses Alter mit 29 eben als Grenze angegeben hat, weil es für sie halt schon einen Unterschied macht, ob jemand 29 oder 43 ist. Und er hat gemeint, ach, Alter ist nur eine Zahl und dass viele Frauen das behaupten, aber er wäre ja so hip und jung geblieben und man würde das gar nicht merken, weil eben er sich aufführt wie ein 29-Jähriger und dass eben die meisten Frauen sein Alter dann gar nicht mehr stören würde und es gar nicht merken würden, dass er eben deutlich älter ist. Er wollte sie dann auch eigentlich noch zu einem zweiten Date einladen, was sie dankend abgelehnt hat und ihm gesagt hat, dass es halt einfach für sie nicht passt. Zum einen, weil er ihr einfach wirklich deutlich zu alt ist und zum anderen, dass sie es auch nicht cool fand, dass er da gelogen hat. Und das verstehe ich auch, weil ganz ehrlich, wenn man schon bei so einer Banalität wie dem Alter lügt und ja, soll sein, dass er irgendwie glaubt, dass er so an die rankommt, aber es ist so lächerlich. Weil bei was lügt er denn sonst noch? Ja, also da kann man sich ja nie sicher sein, wo er sonst noch irgendwie sich denkt, dass er ein bisschen flunkern kann, weil sobald man dran draufkommt, findet man es eh nicht mehr so schlimm. Also da habe ich persönlich auch einfach überhaupt kein Verständnis und keine Toleranzgrenze, weil ich mir denke, wofür? Also wie gesagt, Alter ist in vielen Belangen nur eine Zahl und es gibt genug Paare, die glücklich sind, auch wenn der Altersunterschied groß ist, auch in beide Richtungen. Es muss jetzt nicht der Mann zwingend immer der Ältere sein. Es gibt auch genug Frauen, die älter sind. Ich kenne selbst auch einige Paare, die auch einen deutlichen Unterschied bei ihrem Alter haben und super happy sind. Also von dem her, natürlich, Alter ist eine Zahl, aber ich finde, es ist eine Zahl, mit der man einfach offen und ehrlich umgehen sollte. Und wenn nun mal einfach eine Anfang 20-Jährige oder Mitte 20-Jährige sagt, hey, ich habe keinen Bock drauf, dass du 20 Jahre älter bist als ich und fast mein Vater sein könntest, dann akzeptier es einfach, ja. Und dann versuch nicht, irgendwie so an junge Mädels ranzukommen. Das ist irgendwie, hat einen unangenehmen Vibe. Das waren jetzt auf jeden Fall die 2 Stories von meiner Seite. Ich habe euch ja angekündigt, dass ich heute nicht die Einzige bin, die zur Sprache kommt, denn dieses Video ist in Kollaboration mit der lieben Janina vom Kanal Wie bitte was? Ich verlinke sie euch sehr gerne unten in der Infobox. Sie war so lieb und hat mir eine Dating-Geschichte von sich selbst geschickt. Sie macht auch viele Storytimes, Vlogs und alle möglichen Arten von Videos auf ihrem Kanal. Schaut sehr gerne bei ihr rein, darüber wird sie sich sicher auch total freuen. Und jetzt würde ich sagen, Clip ab für ihre Story. Hi, meine süßen Honeymoons! Ja, auf Fisophies Kanal. Freut mich! Ich habe jetzt auch eine kleine Date-Geschichte, die ich euch gerne erzählen möchte. Ja, und jetzt würde ich euch gerne eine Story von mir erzählen. Ja, also, ich war damals relativ schüchtern. Ich hatte totale Probleme, das andere Geschlecht an mich ranzulassen, selber durch Unsicherheiten. Ja, alle anderen waren immer schon so viel, viel weiter als ich. Und dann habe ich ein bisschen mehr zu mir selbst gefunden und habe dann versucht, über meine Schüchternheit hinwegzukommen und habe dann angefangen, mehrere
Männer zu daten im Internet, damit ich halt nicht mehr so schüchtern bin. Ich hatte dann verschiedene Dates mit Typen, auch mit Typen, die mir gar nicht großartig gefallen haben. Warum? Um halt einfach die Kommunikation mir besser beizubringen, auch nicht mehr so schüchtern zu sein. Und da habe ich halt sehr viele halt dann getroffen, mit denen ich mich sonst wahrscheinlich überhaupt nicht getroffen hätte. Es ist ja schon so eine leichte Zeitverschwendung, aber ich sag euch da draußen, gibt auch anderen eine Chance, die ihr eventuell nicht daten würdet. Eventuell würdet ihr ja total tolle Menschen verpassen, denen ihr eher hättet eine Chance geben sollen. Aber das Profil hat euch zum Beispiel gar nicht so angesprochen. Und ich habe das auch schon so oft erlebt, dass die meisten Männer auf ihren Dating-Profilen, ja, mich nicht so angesprochen haben, aber im Live total anders waren und auch auf ihren Fotos sehr unattraktiv gewirkt haben, da sie nicht so fotogen waren, aber im Real Life dachte ich mir schon so, holla die Waldfee, ne? So, wenn dann der Charakter stimmt und das Gesamtbild dann auch, ja, ist ja wie ein Sechser im Lotto, ne? Das war mein Date leider nicht. Was ich hatte, ich habe den Herrn, den Pinguin-Boy genannt, darauf komme ich gleich zu sprechen. Ich hatte ein Date beim Ikea und habe dann einen Typen gedatet, mit dem habe ich ein bisschen geschrieben über eine Dating-Plattform und den hätte ich mich sonst nicht so getroffen. Es war so ein Justin Bieber-Verschnitt, so leicht, bisschen auch naiv und so kindlich. War ich auch. Ja, aber der war so ein bisschen anders, so ein bisschen strange. So, es fing dann schon an, dass ich leider zu spät kam zum Date. Und ich habe ihm dann auch geschrieben, du, es wird ein bisschen später. Ich habe jetzt noch nicht Schluss. Und er meint dann auch schon, egal, wie ich zu spät komme, er wird auf mich warten, auch wenn es 2-3 Stunden sind. Was ich auch schon süß finde, aber man sollte auch sein Gegenüber auch Grenzen setzen und nicht auch alles mit sich machen lassen. Und ich kam dann halt, ich glaube, sogar 30, 40 Minuten zu spät zum Date. Dann sind wir zu Ikea gegangen und sind da ein bisschen rumgelaufen. Dann so ein bisschen rumgealbert und ich fand es sehr süß, dass er mir ein Kinderüberraschungsei mitgebracht hat. Was aber nicht so schön war, war, dass es total geschmolzen in seiner Hose war. Und als er das dann rausgeholt hatte aus der Hosentasche, ja, war das eher so flüssig wie Nutella. Oder ich anfangs des Monats, wenn ich mein Gehalt auf dem Konto habe. Ja, und das hat alles so geklebt und ich wollte es jetzt nicht gleich in die Tonne schmeißen. Hab dann aber die Figur rausgeholt und hab dann die Restschokolade weggeschmissen, weil es halt echt nicht so hygienisch und sauber dann war. Aber alleine die Geste, dass mir jemand etwas mitbringt zum Date, sich vorher Gedanken macht, weil ich halt darüber erzählt hatte, dass ich als Kind mir ab und zu Überraschungseier gekauft habe und immer die Figuren gesammelt habe und er war sehr aufmerksam, hat mir zugehört, wollte mir was Kleines mitbringen und dachte sich, ich bringe ein Überraschungsei mit. Dass es danach total geschmolzen ist und eklig, da hat er wahrscheinlich ja nicht dran gedacht, aber ja, wir sind so ein bisschen weitergelaufen und dann sind wir essen gegangen. Auf der Speisekarte standen keine Cottbullar, sondern Hotdogs. Bei Ikea kostet es ja jetzt auch nicht alle Welt. 1 Euro, 1,50 Euro, also mit ein paar Euros hast du dann ein ganzes Mittagessen. Und wir stehen dann da so, ich gebe die Bestellung auf und von ihm kommt gar nichts. Und ich gucke ihn auch so an und er zieht auch kein Portemonnaie oder so. Und ich bin keine Frau, die erwartet, dass das Date bezahlt, man kann auch getrennte Rechnung machen. Die meisten Frauen würden sich jetzt auch denken, nein, der Mann muss zahlen. Wenn eine Frau der Meinung ist, dass der Mann zahlen muss, dann ja, finde jemanden, der das halt macht. Die meisten reden dann von Emanzipation und ein Mann muss dies und eine Frau muss das. Ich entscheide selber als Frau,
was ich muss oder was ich nicht muss. Ich habe so oft auch nichts angenommen, weil die meisten immer eine Gegenleistung irgendwie wollten oder erwartet haben. Ich zahle meine Rechnungen selber. Jetzt denke ich auch ein bisschen anders darüber. Ich würde mir wünschen, wenn mein Gegenüber die Rechnung zahlt. Es muss aber nicht sein, aber es wäre halt auch schön. Und aber wenn wir auch das vorher nicht abgesprochen haben, bezahl bitte deinen eigenen Scheiß, also bezahl dein eigenes Essen. Und er stand da und er hat nichts rausgeholt. Und dann stand ich so und habe dann auch sein Essen bezahlt. Und ich lade so oft Freunde, Verwandte, Familie oder halt auch mal dann auf ein Date jemanden ein. Aber das war mir sehr unangenehm, weil von ihm halt einfach so nichts kam und er irgendwie schon so drauf gewartet hat, dass ich zahle. Und ich finde, wenn er jetzt ein Portemonnaie rausgeholt hätte, was er hätte auf jeden Fall tun sollen, und ich dann gesagt hätte, hey, ich lade dich ein, es ist was anderes, anstatt davon auszugehen und daneben zu stehen und ja, bezahl mal jetzt. War sehr unangenehm. Ja. So, dann hat er sich auch zwei Hotdogs geholt. Wenn man sich so mich anguckt, denkt man sich auch eher, ich bin diejenige, die zwei Hotdogs isst. Aber nein, ich habe den einen Hotdog gegessen und der hat übertrieben schnell die Hotdogs gegessen und hat mich dann die ganze Zeit dabei beobachtet und mir war das so unangenehm. Und ich konnte früher nicht vor Männern essen, weil ich halt, ihr erinnert euch, ne? Sehr, sehr schüchtern war und er beobachtet mich die ganze Zeit. Heutzutage würde ich zum Beispiel was sagen und würde sagen, ey, das ist sehr unangenehm gerade so. Kannst du mal bitte weggucken oder was stellst du dir gerade für feuchte Träume mit mir vor? Wie ich vielleicht in deinen Hotdog beiße? So, und er guckt mich dann so an und sagt, du musst Leute einfach mal beobachten, auch beim Essen, das ist voll witzig. Ich mache das gerne. Und mir war das total unangenehm. Extrem unangenehm, dass dieser Creep mich einfach beobachtet, wie ich esse. So. Ich kann auch nicht essen, wenn jemand neben mir ist und nichts isst. Vielleicht hat die Person ihr Essen vergessen oder hat auch kein Geld dabei. Könnte ich auch nicht neben Arbeitskollegen essen, wenn der nichts isst. Außer ich wüsste, dass die Person schon was im Magen hat, was gegessen hat und wirklich nichts essen möchte. Aber dann beobachtet der mich wirklich die ganze Zeit, wie ich esse. Und ich habe dann selber zu ihm gesagt, kannst du mal bitte kurz mir nochmal Trinken holen? Mein Trinken ist leer. Und er so, hä, mach doch selber. Und ich sage so, oh, bitte, bitte. Und ich liebe das, wenn ich beim Ikea bin, so Preiselbeersaft und alles. Ich mische alle Getränke, die da sind, alle Softdrinks, ihnen dann auch als Aufgabe gegeben, dieses zu tun. Dann hatte ich ein bisschen mehr Zeit, kurz ungestört meinen Hotdog zu essen, ohne dass dieser Creep mich anguckt. Das Ganze war mir sowieso schon total unangenehm. Jetzt komme ich darauf zu sprechen, warum ich ihn den Pinguin-Boy genannt habe, weil er immer so rumgelaufen ist mit mir und hinten an seinen Rucksack einen Pinguin dran hatte. Er hatte einen fucking Pinguin an seinen Rucksack, so ein Stofftier. Das war mir unangenehm. Also wenn man eine Figur hinten dran hat, einen Schlüsselanhänger, keine Ahnung, okay, vielleicht hat ihm dieser Pinguin auch total viel bedeutet, aber ein erwachsener Mann, der hinten an seinen Rucksack mit einem Plüschtier rumläuft. Also ich weiß nicht, ob er irgendwie eine Betreuerin gesucht hat oder eine zukünftige Frau, ich weiß es nicht. Und ich habe den auch nicht so als Mann richtig gesehen, so, weil wie er sich immer so gegeben hat. Sehr unreif und auch ungebildet. Und das war mir sehr, sehr unangenehm. Und mir ist wirklich überhaupt nichts unangenehm. Ich bin die, die auf den Tisch bei McDonald's oben rauf springt und einen Affentanz veranstaltet. Die, die am Alexanderplatz im Neptunbrunnen mit einem Superman-Kostüm rumrennt. Oder über den Alexanderplatz Penis schreit. Also mir ist gar nichts peinlich. Aber das war mir unangenehm. Und ich scheiß wirklich drauf, was andere denken oder sagen, aber es war mir unangenehm. Alleine wie er von der Art drauf war. Wenn er jetzt sich ganz anders gegeben hätte und ein Pinguin
Plüschtier an seinen Rucksack gegeben hätte, dann wäre das nicht so ein Problem für mich gewesen. Ich habe ihm auch gesagt, ey, pack mal bitte den Pinguin weg. Soll jetzt hier bleiben. Ja, Pingu soll hier bleiben, ey. Boah, damals gab es so eine Serie Pingu. Die habe ich geliebt als Kind. Keine Ahnung, was er mit Pinguinen gefühlt hatte. Aber Pinguine sind auch sehr, sehr treue Wesen. Aber unangenehm. Obwohl, prostituieren sich Pinguine nicht eigentlich mit Stein? War da nicht auch noch irgendwas? Aha, so einer ist das also. Auf jeden Fall, mir war das unangenehm. Der hat mich die ganze Zeit beim Hotdog-Essen so angeguckt. Und ich dachte mir auch so, boah, den siehst du nicht ein zweites Mal. So vielleicht als Kumpel. Aber selbst das war mir zu viel. Ich wollte mit denen einfach keinen Kontakt mehr haben. Bin dann zum Bahnhof gebracht. Und ich wollte auch wissen, wie er so aussieht ohne Mütze. Und er meinte, nee, ich mache meine Mütze nicht ab. Mach doch einfach deine Mütze ab. Oder sag einfach, hey, Janina, möchte ich jetzt nicht. Meine Haare sind jetzt nicht so top gestylt. Nächstes Mal. Also, mach da so eine richtige Show draus. Mir war das unangenehm. Richtig unangenehm. So. Dann ist er in seine Bahn gestiegen. Und ich bin halt einfach dann in meine Bahn gestiegen. Und dann hatten wir aber noch kurz bei WhatsApp geschrieben. Und dann dachte ich mir auch so, nee, ich will mit denen einfach keinen Kontakt mehr haben. Ich habe das Ganze erstmal nochmal so auf mich Revue passieren lassen. Erstmal dachte ich so, ja, werde ich die jetzt nochmal treffen oder nicht? Aber ich dachte mir auch so, das bringt ja halt einfach nichts. So, es bringt nichts. Mir war das sehr unangenehm. So, wir saßen aber noch da und hatten auf unsere Bahn gewartet. Und wir haben versucht, dann das Gespräch noch so ein bisschen zu vertiefen. Ich habe ihm ein paar Bilder auf mein Handy gezeigt und auch über Freundinnen geredet. Und ich habe persönliche Dinge halt einfach im Freundeskreis. Und dann hat er auch einen Ordner gesehen, wo ich damals Screenshots gesammelt habe mit Freundinnen, wie wir halt auf verschiedenen Dating-Plattformen angeschrieben werden von Männern und wie die halt mit uns umgehen und dass wir auch einfach Dickpics geschickt bekommen und all so eine Sachen. Und keine Ahnung, auf jeden Fall ein paar Wochen später schreibt er mir bei WhatsApp. Ich hatte die Nummer schon gar nicht mehr eingespeichert und dachte mir auch so, wer ist das jetzt? Und dann meint er so, ja, Jenga, ich will dir was zeigen. Und ich dachte mir schon so, ja, was will er mir jetzt zeigen? So, willst du das sehen und bla bla bla? Und ich habe es erst nicht so verstanden. Ich meinte so, ja, was willst du mir denn zeigen? Und er meinte, ja, er würde mir gerne was anderes zeigen, was ziemlich intim ist. Und ich dachte mir so, Mann, was will er mir zeigen? Wahrscheinlich irgendwie sein Pinguin. Malt er sein Pinguin-Plüsch-Tier jetzt irgendwie einen kleinen Penis drauf oder so? Witzig, lustig, hahaha. Ja. Dann schickt er mir einfach ein Bild von seinen... Genau. Leute, bitte rasiert euch. Bitte. Bitte tut das niemanden an. Ich habe dieses Bild immer noch in meinem Kopf. Es ist hier reingebrannt seit Jahren. Es war ekelhaft. Ja. Und dann dachte er irgendwie, mich damit irgendwie rumzubekommen? Keine Ahnung. Also... Ich stehe jetzt nicht auf Dschungel, aber jedem das seine. Und auf kleine Würstchen, also egal. Egal, dafür kann man nichts. Es war weird. So, was hat er in dem Moment gedacht? Das Date ist gescheitert. Man hat wochenlang keinen Kontakt mehr. Dickpick wird es auf jeden Fall jetzt bringen. Also ich weiß nicht, was er sich gedacht hat. Ich weiß es nicht. Was denken denn Männer überhaupt? Anscheinend nicht viel, ja. Über solche Dinge rede ich auf meinem Kanal, ne? Vielleicht guckt ihr mal rein. Also, das war's von meinem Video. Und dann würde ich sagen, viel Spaß noch mit Fisofies Videos. Und dann bis zum nächsten Mal, ne? Mit cringen Pinguin-Stories. Hoffentlich nicht. Tschüss.
Das waren dann für heute alle Geschichten. Wie gesagt, schaut sehr gerne bei der lieben Janina vorbei. Ich verlinke euch alles zu ihr unten in der Infobox, da wird sie sich sicher auch total freuen. Ich habe noch dazu für ihren Kanal auch ein Video aufgenommen. Das heißt, in dem Video, was sie dann hochladen wird, werde ich auch mal wieder eine Dating-Geschichte von mir erzählen, was auch schon sehr lange nicht mehr der Fall war. Also wenn ihr die nicht verpassen möchtet, dann klickt da sehr, sehr gerne rein und ja, lasst ihr liebe Grüße da. Und das war es dann auch tatsächlich mit dem Video für heute. Ich hoffe sehr, dass es euch gefallen hat. Wenn ja, dann hinterlasst dem Video sehr gerne einen Daumen nach oben. Ich verlinke euch hier seitlich jetzt noch zwei meiner letzten Videos. Da könnt ihr mich sehr gerne kostenlos abonnieren, damit ihr keines meiner Videos mehr verpasst. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns ganz, ganz bald wieder. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi!